Hallo Leute und willkommen zu einer Folge von Day of the Tentacle. In der letzten Folge haben wir Dr. Fred befreit von der Steuerverhandlung und haben es am Ende sogar noch geschafft, dass er uns diesen blöden Vertrag unterschreibt. Natürlich nicht, wie man sich denkt, dem einen Vertrag mir hinlegen, er durchliest, er unterschreibt. Nein, wir mussten ihn anschwindeln und sagen, wir wollen das Tentakel für verrückt erklären. Und da hat er natürlich ohne zu lesen unterschrieben. Jetzt müssen wir diesen Vertrag hier nur noch irgendwie, ja, rechtzeitig einreichen, weil das ist ja schon abgelaufen. Nur weiß ich nicht so genau, was wir dafür noch alles brauchen, also werde ich jetzt einfach mal versuchen, die zu verschicken, dann wird uns der das hoffentlich einfach sagen. Oh, hier ist noch ein Bernhard-förmiges Loch, das können wir uns doch gleich mal anschauen. Das ist ein Loch, geformt wie ich. Da bin ich nicht stolz drauf. Aber es ist nun mal da. Ja, okay. Es gibt ein Bernhard-förmiges Loch. Oh, jetzt gucken wir mal, können wir den verschicken? Es hat keinen Zweck, wir haben den Einsendeschluss verpasst. Gut, wie wäre es dann einfach hier? Wir geben den Vertrag an Hoagie. Zack. Und verschicken ihn mit Hoagie. Immerhin ist er 200 Jahre in der Vergangenheit. Und dann kommt der Vertrag auf jeden Fall rechtzeitig an, würde ich sagen. So, benutze Vertrag mit Briefkasten. Ich glaube nicht, dass das ohne Briefmarke klappt. Oh, okay, wir haben keine Briefmarke. Wo kriegen wir eine Briefmarke her? Briefmarke, da gab es doch den Sohn vom Doktor. Was war das da draußen? Achso, einfach nur ein Farbfleck. Da gab es doch den Sohn, der hat doch eine Briefmarkensammlung gehabt. Das haben wir, glaube ich, in der zweiten Folge oder sowas haben wir uns mit dem unterhalten. Und darüber geredet, wie er seine Aggressionen bekämpfen kann und so Sachen. So, hier müsste er drin gewesen sein. Genau. Briefmarkenalbum. Können wir das nehmen? Hey! Fass meine Marken nicht an! Okay, er gibt uns die Marken nicht. Können wir nochmal... Hoffentlich habe ich dich nicht. Okay, wir können die Marken auch nicht zurückbekommen. Wir müssen irgendwie an diese Marken rankommen. Können wir vielleicht mit der Maus ablenken? Nein. Wir haben noch seinen Hamster. Können wir mit dem Hamster ablenken? Auch nicht. Was ist denn das hier? Zaubertinte. Nett. Können wir irgendwie... Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher! Toll, oder? Okay. Meine Pony-Express-Marken! Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert! Uiui. Und 5 Jahre Therapie! Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... Autsch. ...negativen Gefühle tun. Ja, ich wäre auch ziemlich sauer, wenn irgendjemand Tinte auf meine Briefmarkensammlung hauen würde. Jetzt nehmen wir das doch einfach mal mit. Was? Nimm Briefmarken. Nimm Briefmarkenalbum. Okay. Sieht so aus, als ob die Tinte jetzt wieder weg ist. Okay, geben wir ihm doch sein... aus hier. Ja, ja, ich will dir nur dein Album zurückgeben. Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Okay, ein Glück. Manchmal mache ich mir komische Sachen und weiß nicht warum. Ja. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Ja, es ist ja auch irgendwie so, weil wir ja ihn steuern. Aber wir haben hier eine Pony Express Marke. 1778 Pony Express. Nicht unbedingt wertvoll. Aber unbenutzt. Unbenutzt ist sehr gut und sie kommt natürlich auch prompt noch aus 200 Jahren aus der Vergangenheit. Das heißt, wir geben die jetzt Hoagie. So, Hoagie hat die Briefmarke. Jetzt benutzen wir mal die Briefmarke mit dem Umschlag. Umschlag in den Briefkasten. Zack, fertig. Flupp! Da war der Pony Express. Und schon geht das Telefon in der Gegenwart. Ja, was gibt's? Hallo? Ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben?
Dr. Spock, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Farley Cock von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir, Ihnen 2 Millionen Dollar Tantieme bezahlen müssen. Perfekt. Weil wir Ihre Familie in einem Maniac Manson Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Farley Cock. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Oh, natürlich sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Sehr schön, wir haben 2 Millionen Dollar bekommen. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Gut. Können wir uns doch hier gleich mal das... Wir haben das Schweizer machen. Dr. Fred ist reich. Perfekt. Aber jetzt können wir uns doch diesen Diamanten aus der Werbung kaufen, oder nicht? Es klappt hier auch alles viel zu gut. Benutze Telefon. Den müssen wir auch noch irgendwie loswerden. Pantoffelking Teleshopping, Wander hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 8467, bla, was auch immer. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit. Sofort ist er da, Service. Danke für Ihren Anruf. Super, wir haben einen Diamanten. Na, das ist Service. Der ist da, bevor wir überhaupt aufgelegt haben, quasi. Das ist echt klasse. Ich bringe das besser gleich zu Dr. Fred. Ja, wir haben einen Diamanten. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamanten her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Wir haben das Hauptgerät repariert. Aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Dann können wir die beiden zurückbringen. Hoagie und Laverne? Ja. Nette Leute. Okay, zumindest haben wir jetzt schon Teil erledigt. Wir haben zumindest schon mal den Diamanten. Jetzt müssen wir aber noch bei Hoagie die Batterie anschließen. Bei Laverne waren wir noch gar nicht. Also wissen wir gar nicht, was bei der los ist. Wir wissen nur, dass sie vom Baum runter ist. Das Ding glüht. Okay. Ja, keine Ahnung, was wir hier sonst noch so machen können. Weil wir eigentlich jetzt hier, wir haben den Diamanten. Bei Hoagie müssen wir noch irgendwie die Batterie fertig bauen. Das heißt, wir brauchen Essig und so. Ja, ich würde sagen, wenn Bernhard sich hier rausgequetscht hat und ich natürlich immer noch nicht weiß, wie ich dieses blöden Kaugummi da vom Boden runterkrieg, dass wir dann einfach mal bei Laverne vorbeischauen, was bei der so los ist. Weil bei ihr waren wir noch gar nicht. Also gehen wir mal zu Laverne. Lass mich hier raus. Ich habe nichts getan. Ha, irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Das würde ich mir auch fragen. Niemand besitzt mich. Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Autsch. Verdammt sei Dr. Fred. Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Okay, wir haben ein Skalpell. Interessant. Und hier sitzen eine Frau, ein Typ und ein alter Mann. Und hier ist ein komischer Tentakelwächter und scheinbar sie kaut Nägel. Haben die Tentakel hier die Welt erobert, so wie es aussieht. Und jetzt brauchen wir Besitzer, damit wir uns frei bewegen dürfen. Na super. Aber ich würde sagen, wir reden einfach mal mit der Frau. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Okay. Lieber nicht stören. Ja, okay, das ist das gleiche wie bei der Frau. Dann reden wir doch mit dem alten Mann. Dr. Fred, sind Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren.
entsetzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Ja, das ist die Gegenwart. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Zed Addison. Die haben echt tolle Namen. Das ist meine Frau Zedner und mein Sohn Well. Okay. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Ja, das frage ich mich auch. Du bist in dem einst stolzen Haus der Addison-Familie. Wie waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren? Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtwächter, okay. Wie komme ich hier raus? Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce, genau wie das ist. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisträgern Preisrichtern vorzuführen. Okay, Talentshow eben. Durfst du nicht mitmachen. Sie meinten, Merkmale wäre mein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer, okay. Hab das gehört. Bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Okay. Jo, also wie vermutet, die Tentakel haben die Welt übernommen. Und wir sitzen hier im Gefängnis fest und müssen erstmal rausfinden, wie wir rauskommen. Das heißt, mit Laverne können wir gerade gar nicht so viel machen. Aber gucken wir uns hier mal weiter um. Wahrscheinlich gezinkt. Können wir die mitnehmen? Moment, sie dürfen betrügen, du nicht. Okay, können wir nicht. Dann reden wir doch mal mit unserem Wächter. Juhu, Mr. Tentakel Guy. Was? Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Ich glaube, wir haben keine Rechte, so gesehen. Rechte? Ja. Du bist ein Mensch, du hast keine Rechte. Okay, was haben wir noch? Ich muss für kleine Tentakel, mir ist schlecht. Okay, so. Wir müssen mal aufs Klo, der älteste Trick der Welt. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Platsch. Okay, lass uns Gassi gehen. Ist hier wirklich wie... Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Okay. Da ist ein Zaun. Was für ein schlechter Anstrich. Ja. Aha, hier ist zumindest schon mal der Chrono John, mit dem wir Sachen verschicken können. Der Stecker liegt daneben. So. Ich glaube, das muss ich irgendwo reinstecken, aber es ist nicht lang genug. Das heißt, wir brauchen ein Verlängerungskabel. Wo läuft's hin? Interessant. Achso, das ist, wenn wir zurücklaufen. Und hier war ja vorher der Baum. Da ist noch ein Fenster. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Gut, das heißt, wir müssen an den Generator. Aber wir kommen nicht durchs Fenster. Und den Stecker können wir sicher auch nicht mit dem Fenster benutzen, nehme ich an. Nee. Also, das heißt, wir brauchen ein Verlängerungskabel. Um es ins Fenster zu werfen, müssen runter in den Keller. Um den Chrono John mit Strom zu versorgen. Aha. Da ist der Zaun. Sonst noch irgendwas? Können wir einfach mal ins Motel gehen? Bringt uns das was? Hallo, Herr Tentakeltyp. Okay. Dann sind wir wohl fertig. Aber es gab hier noch eine weitere Gesprächsoption. Was macht er, wenn mir schlecht ist? Oh, mir ist schlecht. Auch ein alter Trick. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Okay, die sehen alle so grimmig aus. Ja, ja, was haben wir denn da? Mir ist schlecht. Ja, das wissen wir schon. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Wenn Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Die steht irgendwie auf Skalpelle. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Okay, untersucht uns.
Was? Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter, okay? Lass uns also alleine. Ist schon mal ganz gut. Oh. Sitz. Ruhig. Gutes Mädchen. Es ist echt, die behandeln uns wie Hunde. Menschliches Schema, das ist ein Strichmännchen, verdammt. Sie haben die Milz mit der Leber vertauscht. Dass du das weißt. Ja, sie hat genug davon zu Hause, okay, das wollen wir nicht. Schauen wir uns nochmal die Diploma an. Lizenziert zur Behandlung von Tentakeln zum Wohl der Tentakelrasse. Da ist noch ein Diplom, oder? Lizenziert für Sterbehilfe an Menschen zum Wohl der Tentakelrasse. Na nett. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt, okay, ja. Schauen wir uns mal das Tentakelschema an. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Naja, was soll's. Nehmen wir es einfach mal mit. Man kann ja nie wissen. Und ich hab was. Verrückte Person. Tür. Da ist die Pendeluhr, die ist immer noch da. Sehr schön, da ist eine Wache. Schauen wir uns nochmal die verrückten Personen an. Mensch, die Menschheit hat Fortschritt gemacht in den letzten 200 Jahren. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht so. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Okay. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Glaube ich nicht. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit anderen fest. Okay, das ist meine erste Show. Alleine. Tja, Pech. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es bräuchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Der Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Okay, also es ist wirklich so Modeshow, Schönheitsshow scheinbar. Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn der Besitzer dich teilnehmen lassen will, brauchst du noch ein Namensschild. Ist aber nicht egal. Okay. Ich werde gewinnen. Boah. Ich weiß nicht, ob das schön ist. Dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Können wir noch mit den anderen reden? Lächelnde Leute. Hi. Okay, die reden nicht mit uns. Können wir mit der Wache reden? Ich bin Laverne. Das ist schade. Vielleicht solltest du zum Arzt gehen. Da waren wir doch gerade. Und jetzt geh. Er mag uns nicht. Gut, da geht's raus. Da geht's irgendwo anders hin. Da kamen wir her. Gehen wir noch einfach mal durch die Tür. Wo zum Teufel sind wir hier? Kamin, Zwinger, Tür. Bild. Ah, halt. Anschauen. Bild. Ich glaube, das ist ein Bild vom Purpurtentakel. Na gut. Unterdessen. Sagen Sie Leuten an, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir, ich denke, sie sind dreckig. Obszön. Faul. Widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie, das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schrecklichen Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Gut, dir mein Plan. Hast eine Recyclingmaschine, Mikrowelle,
ein Block, der sich rausschiebt. Aber was wir hier sonst noch so entdecken können, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es, ja, da werden wir dann hier mit Laverne weitermachen und gucken, was wir noch mit Hoagie und Bernard machen. Und dann, ja, lasst mir Kommentare da, ja, Likes, was auch immer, schaut doch bei den anderen rein. Und ich verabschiede mich, ich war der Tegaros für euch und hab Day of the Tentacle mitgespielt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.